Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem Interview hier auf Privatinvestor TV. Und ich habe heute einen berühmten Gast, nämlich Mr. DAX, Dirk Müller. Hallo Dirk. Hallo Helmut, grüß dich. Wir haben gerade darüber gesprochen. Wir kennen uns schon fast 10 Jahre jetzt. Und ich habe gestern noch ein Interview von dir gelesen. Das war überschrieben mit den Worten: Wir leben in der Endzeit. Das Interview war allerdings von 2011. Wo leben wir heute? In welcher Zeit leben wir heute? Naja, also Endzeit, ich weiß nicht, aber habe ich gesagt Endzeit? Das würde mich aber sehr wundern. Das hast du nicht gesagt, es war aber so übertitelt. Ah, na ja, gut, das passiert häufiger mal, dass mir da Dinge in den Mund gelegt werden, die ich so nie sagen würde, weil ich es ja auch nicht so sehe. Endzeit sehe ich überhaupt nicht. Wir leben in spannenden Zeiten, definitiv ja. Wir haben sehr große Veränderungen gesellschaftlicher Art, aber auch wirtschaftlicher Art, die uns da ins Haus stehen. Das hat auch nichts mit Endzeit zu tun, sondern mit Umbrüchen, mit Veränderungen, und die Welt dreht sich weiter und die wird danach weitergehen, und es ist immer, unsere Gesellschaft verändert sich mit 2 Schritten vor, einen zurück, und ob das jetzt hier einer vor oder zurück wird, werden wir sehen, aber es sind große Veränderungen, die kommen, und die werden durchaus auch heftig und wie heißt es schön, disruptiv, aber deshalb ist von Endzeit nichts zu sehen, ganz im Gegenteil, Veränderungen, und mit denen kann man umgehen, mit denen muss man umgehen und sie nutzen, um die Zukunft zu gestalten. Ist eigentlich ein ganz natürlicher Prozess, weil wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, welche Macht hatte die katholische Kirche mal? Die ist zerstört worden. Es gab immer wieder Auf und Abs. Jetzt hast du vorhin einen Vortrag gehalten, den ich mit großem Interesse verfolgt habe. Und da hast du darüber gesprochen, über das Thema Maschinensteuer. Mhm. Du hast darüber gesprochen, dass sich in Zukunft die Arbeitswelt völlig verändern wird, dass die Leute sehr viel mehr Zeit haben werden, ihre tatsächlichen Gelüsten nachzugehen, ihren Hobbys, vielleicht ihren Interessen nachzugehen. Ja. Wie meinst du das genau? Denn wenn man in den Mainstream schaut, dann haben alle immer unheimlich Angst vor Arbeitslosigkeit. Ja, weil wir noch in einem alten Denken verhaftet sind. Wenn man sich mit Leuten auseinandersetzt, beispielsweise aus afrikanischen Ländern, die andere Kulturen gewohnt sind, die verstehen unser durchgetaktetes Leben, das sich nur auf Arbeitserwerb richtet, überhaupt nicht. Die sagen, Mensch, wir kommen damit nicht klar, weil sie eine andere Gesellschaftsform haben. Sie wachen auf oder stehen auf, wenn die Sonne aufgeht. Wenn der Biorhythmus sagt, jetzt ist Zeit zum Aufstehen, jetzt ist wach. Die gehen arbeiten, wenn sie was tun möchten. Sie haben Zeit, Fußball zu spielen, bis zum Erwachsenenalter auch tagsüber Fußball zu spielen, mit ihren Kindern zu spielen und einfach Mensch zu sein, während wir durchindustrialisiert unser Leben gestalten und das als vollkommen normal und den einzig sinnvollen Weg ansehen. Tatsächlich haben wir auch als Menschheit mal anders, auch hier anders angefangen, hatten Muße, saßen am Lagerfeuer und haben das getan, was nötig ist, aber nicht von morgens bis abends durchgetaktet. So, warum ist es heute anders? Wir haben Arbeiten, die verrichtet werden müssen, auf die wir gar keine Lust haben. Klar, wer einen tollen Job als Ingenieur hat und was entwickelt und da riesen Spaß dran hat, das ist die eine Welt, aber das ist ja nur ein Teil der Gesellschaft. In Deutschland sagen die Umfragen, dass die Hälfte der Menschen ungern zur Arbeit gehen, ihre Arbeit überhaupt nicht mögen und etwas tun, auf was sie keine Lust haben. Das ist nicht normal. In Asien sind es 80-90%, dass die keine Lust, die für die ihre Arbeit etwas ist, was sie belastet, was sie hassen und es trotzdem machen müssen, um nicht zu verhungern. Wenn wir also eine Gesellschaft entwickeln können, in der Roboter und Computer sehr viele dieser Arbeiten übernehmen, wir sie nicht mehr tun müssen und sie trotzdem getan wird, und wir dadurch wieder die Freiheit, freie Zeit bekommen, andere Dinge zu tun, die wir viel lieber machen würden, dann ist das eine tolle Geschichte. Jemand, der heute Duschvorhanghaken an der Stanze herstellt von morgens bis abends, ist damit sicherlich nicht wahnsinnig glücklich. Und viel mehr Spaß hat der, wenn der dann abends Kindern Fußballspielen beibringt, wenn der im Verein, in der Vereinsarbeit für andere da ist, für die Gesellschaft was macht. Da geht der auf und ist plötzlich, da kann der richtig was Gutes und auch für die Gesellschaft machen. Und das ist, was mehr seine Berufung ist. Und wenn wir ihn davon befreien, dass er diese Duschvorhanghaken herstellen muss und deshalb trotzdem sein Auskommen hat und jetzt viel mehr Zeit einsetzen kann, für die Gesellschaft was zu tun, seinen eigenen Interessen als Mensch nachzugehen, für andere Menschen da zu sein, ist das eine positive Entwicklung. Das heißt, wir müssen aber dafür sorgen, wenn wir schon sagen, wir werden für viele Menschen keine Arbeit mehr haben. Diese Arbeiten, Bergbau, Busfahrer, viele, viele Dinge, wo man sagt, es gibt echt Spannenderes und Schöneres mit meinem Leben anzufangen, als Kohle aus dem Berg zu brechen. Wenn man das los wird, diese Arbeiten, und trotzdem sein Auskommen hat,
trotzdem jeden Monat sein Geld auf dem Konto hat, sich nicht überlegen muss, wo kriege ich was zu essen her, wie kann ich schlafen, sondern hat ein vernünftiges Basiseinkommen, das einfach da ist und kann dann entscheiden, das reicht mir, ich lerne jetzt Musikinstrumente, Sprachen, kümmere mich um meine Kinder oder sagt, ach, ich möchte was drauf machen. Ich gründe eine Firma, ich mache dies, ich erfinde was. Es ist ja nicht, dass es verboten wird, es zu tun, sondern man kann es so tun, wie man es möchte. Das ist eine Befreiung unserer Gesellschaft, die vollkommen neue Ebene erreicht. Und die Frage ist, wie finanzieren wir das? Und diese Finanzierung, wir diskutieren über bedingungsloses Grundeinkommen. Die Produktivität ist ja da. Und wenn ich als Fabrikbesitzer eine Fabrik habe, die 1 Milliarde Gewinn macht, aber ich habe keine Mitarbeiter, weil die Maschinen und Computer alles machen, habe ich kein Problem damit, mehrere hundert Millionen davon abzugeben und zu sagen, als Steuer, um die Gesellschaft daran teilhaben zu lassen. Wenn wir es nämlich nicht machen, wenn wir sagen, nö, wir lassen alles beim Alten, wir geben kein bedingungsloses Grundeinkommen raus, die haben halt Pech gehabt, für die wir keine Arbeit mehr haben, das sind ja keine Faulen, sondern wir haben die Jobs einfach nicht mehr, dann ist die Konsequenz, dass die als Konsumenten ausfallen, dann ist die Konsequenz, dass die Angst ums Überleben haben. Und dann haben wir ein Revolutionspotenzial, das wir uns nicht ansatzweise vorstellen können. Und das wissen diese Eliten da oben sehr genau. Und deshalb werden sie ein Grundeinkommen schaffen, um Brot und Spiele, wie im alten Rom, um die Leute zufrieden zu halten, als Konsumenten zu erhalten. Und nochmal, es muss ja nicht das Schlechteste sein, wenn wir das als Gesellschaft sinnvoll nutzen. Es wird die geben, die ihren Tag vor dem PlayStation verbringen oder vom Fernseher verbringen. Die wird es geben. Das ist deren Entscheidung, was sie aus ihrem Leben machen. Es wird nicht die Masse sein. Die Masse hat eine intrinsische Motivation, irgendetwas zu gestalten und zu tun. Und die werden ihre Wege finden, was sie gestalten können. Dinge, Milliarden Stunden ehrenamtliche Arbeit, die wir heute schon leisten, die nicht honoriert wird. Und die künftig viel, viel mehr gemacht werden kann. Arbeit haben wir genug. Und wir haben auch viele Menschen, die es gerne machen würden, aber keine Zeit haben, es zu tun, weil sie stumpfsinnige Arbeiten tun müssen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und wenn wir das auflösen können, haben wir eine Chance, als Gesellschaft eine ganz neue Ebene zu erreichen. Du hast gerade angesprochen, dass jemand, der dann Fabrikbesitzer ist und 1 Milliarde Euro mit seiner Fabrik verdient, in der kein einziger Mitarbeiter beschäftigt ist, dass derjenige ruhig 800 Millionen abgeben könnte. Unterschätzt du da nicht die Macht des Geldes und die Gier nach Geld? Bei diesem natürlich, es ist nicht die Frage, ist das total einfach umzusetzen, ist realistisch umzusetzen, sondern jetzt beginnt gerade die Diskussion darum, wie man es machen könnte. Und das heißt, ich sage, es ist machbar. Warum sind die Fabriken abgewandert nach Bangladesch? Wegen den billigen Arbeitskräften. Jetzt brauche ich diese Arbeitskräfte nicht mehr, weil mir die Fabriken ohne Arbeitskräfte funktionieren. Gibt es also für den Unternehmer erstmal keinen Grund, in Bangladesch zu sein. Das Wetter ist da nicht sonderlich gut, die politischen Rahmenbedingungen sind es nicht, ich habe lange Transportwege zu meinen Absatzmärkten in Europa, also es macht überhaupt keinen Sinn. Und wir sehen, dass unglaublich an vielen Bereichen die Industrie wieder nach Europa zurückkommt, weil sie auf die Arbeitskräfte nicht mehr angewiesen ist und jetzt diese Industrie wieder nach Europa zurückholt. Obwohl die Steuersätze hier höher sind, obwohl sie hier mehr abgeben müssen, weil die Vorteile dieser Strukturen, die wir hier in Europa haben, gut ausgebildete Ingenieure, nahe der Absatzmärkte und so weiter, das überkompensiert. Das heißt, wir werden diese Fabriken durchaus besteuern können. Wir müssen sie so hoch besteuern, dass es für die Unternehmer trotzdem noch Sinn macht, diese Fabriken hier zu haben. Wenn wir sie so aggressiv besteuern, dass sie sagen, nee, dann gehen wir lieber zurück nach Bangladesch, macht es keinen Sinn. Aber diese Produktivität, die wir jetzt gewinnen, so aufzuteilen zwischen dem Unternehmer und der Gesellschaft, dass es für beide eine Win-Win-Situation ist, das halte ich für möglich. Und ich glaube, dass das vollkommen ausreicht, das, was dort Potenzial zu schöpfen ist, vollkommen ausreicht, um das zu bezahlen, über was wir hier reden, wenn wir überlegen, dass wir jetzt schon unglaubliche Summen im Sozialsystem haben, mit Verwaltungsaufwänden und so weiter. Und wenn man das zusammennimmt, dann bleibt nur ein überschaubarer Bereich übrig, der noch zu finanzieren ist. Und der lässt sich über so eine Maschinensteuer über die gesamte Industrie durchaus bewerkstelligen. Man kann darüber rausdenken, ob die Geldschöpfung der Zentralbanken vielleicht direkt erfolgt, nicht mehr an die Banken gegeben wird, sondern direkt auf Konten der Bürger bei der EZB geht und so weiter. Es gibt unglaublich viele Gedankenmodelle momentan. Und ich bin weit entfernt davon zu sagen, ich weiß, wie es geht, so muss man es machen. Ich sage nur zusammenfassend, wir werden für Millionen Menschen keine Arbeitsplätze mehr haben. Wenn wir es richtig machen, und es ist möglich, wird es unsere Gesellschaft auf eine völlig neue, bessere Stufe heben. Wenn wir Mist bauen, wird es sehr, sehr negativ ausgehen. Und ich sage, lass uns darüber diskutieren, wie wir es gestalten können. Okay, ich hatte neulich übrigens ein ganz interessantes Gespräch mit einem mehrfachen Millionär. Und dem habe ich gefragt, was ihn antreibt zu arbeiten.
Und das fand ich in Bezug aufs BGE sehr interessant, weil er hat gesagt, das Geld interessiert mir eigentlich nicht. Ich arbeite, weil es mir Spaß macht. Korrekt. Dann habe ich ihn gefragt, was denn wäre, wenn er, wenn die Steuern so erhöht würden, dass er vielleicht nur noch im Jahr 5 Millionen verdient. Sagt er, nö, dann würde er nicht mehr arbeiten, wenn das an den Staat geht. Dann habe ich ihn gefragt, was ist denn, wenn das Geld an Ihre Mitarbeiter gehen müsste? Ja, dann, das wäre okay, dann würde ich auch weiterarbeiten, das fände ich okay. Und das ist ganz interessant im Zusammenhang mit dem BGE, finde ich. Absolut. Eine Frage noch zu deiner Person. Jetzt hat man unheimlich oft in den Medien gehört und gelesen, ich habe jetzt auch noch mit einem Arbeitskollegen von mir gesprochen, da wird dann gesagt, dass du immer den Crash prophezeist, dass du so dich von Mr. Dax zu Mr. Doom verwandelt hast. Ist das tatsächlich so? Ich habe das gerade in deinem Vortrag ganz anders verstanden. Das ist auch völliger Unsinn. Es wird oft mal so dargestellt, aber es trifft es schlichtweg nicht. Woran liegt das? Ich gehöre zu denen an der Börse oder an den Finanzmärkten, die sich erlauben, beide Seiten zu sehen. Die Chancen wie auch die Risiken und beides zu benennen. Das ist eine Ausnahme, weil die meisten der Finanzindustrie davon leben, ihre Produkte zu verkaufen, Aktien zu verkaufen, Anlageprodukte zu verkaufen. Und die verkaufst du, indem du Chaka-Chaka machst und nur die positiven Seiten darstellst. Das heißt, wir haben 90%, ich pauschalisiere mal, 90% der Akteure in der Finanzindustrie und auch in den Finanzmedien machen Chaka-Chaka, zeigen nur die Chancen, nur die tollen Sachen, weil sie damit ihre Produkte verkaufen. Das halte ich nicht für sonderlich seriös, aber für nachvollziehbar. Ich selbst versuche, weder optimistisch noch pessimistisch zu sein, sondern möglichst realistische Situationen einzuschätzen. Das bedingt für mich, dass ich sowohl die Chancen genauso wie alle anderen auch benenne und auch nutze. Und dass ich aber parallel genauso die Risiken benenne und darauf einstelle, wenn die zum Tragen kommen und darüber spreche. Jetzt ist ein Journalist, der einen Bericht macht, findet unglaublich viele Stimmen zu positiven Entwicklungen und die fragt auch ab. Und wenn er jetzt die negative Seite darstellen will, fällt ihm keine ein, weil da gibt es kaum welche. Also sagt er, ach, der Müller. Dann geht er zu Müller und bei mir interessiert ihn meine positive Sicht überhaupt nicht, sondern holt sich nur den negativen Teil raus. Weil von den Stimmen gibt es nicht so viele. So, das heißt, ich werde immer in Verbindung gebracht mit der negativen Stimme. Meine positive wird ignoriert. Ah, der Müller, der ist ja so negativ. Nee, der ist neutral. Wir hören bei ihm nur das Negative an. Und das ist ein Riesenunterschied. Aber ich werde es nicht mehr ändern in diesem Leben. Dirk, ich kann nur bestätigen, ich habe dich in den letzten 10 Jahren als überaus positiven Menschen kennengelernt, der voller Lebensfreude immer wieder in das Sparbuch der Erinnerungen auch viel investiert. Und ich danke dir sehr für das Gespräch. Vielen Dank, lieber Helmut.